hundertprozentige Frisur verspricht. Welche Frau ist schon auf Dauer mit ihrer Frisur zufrieden? Und ich hätte schon immer ganz gerne mal gewusst, was wirklich zu mir passt. Kurze Haare würde ich ausschließen, aber ansonsten bin ich für kleine Experimente offen. Durch ein Computerprogramm geometrisch vermessen. Die blauen und roten Linien zeigen an, wie ein perfekt symmetrisches Gesicht verlaufen würde und was bei Heike asymmetrisch ist. Deine rechte äußere Gesichtshälfte, also von dir aus gesehen die rechte, also diese ist breiter, hier sollte es mehr ins Gesicht getragen werden, bei der linken sonst dann raus, dass dann wieder ein Ausgleich geschaffen ist. Der Friseur hat nun die Aufgabe, alle asymmetrischen Stellen im Gesicht mit der Frisur auszugleichen, wie zum Beispiel die viel zu hohe Stirn von Heike. Sie wird durch einen Pony optisch verkleinert. Die Gesamtlänge wird gekürzt, um perfekte Proportionen zu schaffen. Eine etwas dunklere Farbe mit blonden Strähnen perfektionieren den neuen Look, doch auch mit dem Make-up kann man kleine Defizite im Gesicht ausbessern. Da du sehr hervorstehende Augen hast, werde ich dunkle Töne nehmen, mit dunklen Tönen arbeiten, um die Augen wieder zurücktreten zu lassen. Mhm. Ja? Also weil dunklere Töne werden geschluckt und treten zurück und helle Töne treten hervor. Auch die Farben werden voll auf Heikes Typ abgestimmt und schon ist der neue Look fertig. Wir haben hier einen Pony eingearbeitet, um die Stirnpartie nicht so groß erscheinen zu lassen. Die Augen, die haben wir durch das Make-up verkleinert, aber trotzdem optisch hervorgehoben. Na, und das kann sich doch sehen lassen, ein komplett neuer Typ. So stimmig hatte ich es noch nie, gefällt mir sehr gut und so hatte ich es noch nie, nein. Ich bin gespannt, wie meine Umwelt reagiert. Heike kennt nun ihre Schwachpunkte im Gesicht, aber dank des Computers und ihres Friseurs sieht man davon jetzt nichts mehr.